Und auf der Seite von Rikas gibt's Pulsum mit zwei Flashes und einem Kids. Ansonsten haben wir nur Kevlar und das war's dann. Und wir starten jetzt auf die Pistol, beziehungsweise in die Pistolrunde. Also 7.TG im Aufbauspiel sehr distanziert. Einzig und allein Speicher, der dort seine Peaks versucht hat in Richtung A-Ramp. Geht aber sofort down und die Gegenbewegung startet jetzt in Richtung B-Spot. Also QK unten, JSN in Richtung Spot unterwegs, hat A-Head gesehen, der dort immer wieder Shoulder peekt und die Attention grabbt. So, Doppelflash kommt rein, um zu peeken und Portum jetzt in Richtung Spot. Shane aus dem Eck raus mit Nummer 1 und 2, droppt die Bombe und Shooter auf dem Spot, hat überhaupt nichts gesehen, wird jetzt von Patrick von hinten geholt. Und das ist dann die Pistolrunde für Recast und auch sehr, sehr erfolgreich, denn nur zwei Spieler sind dort gefallen. Das Zivi, nee, das ist nicht unfair, wenn sie mit einem Spieler weniger in die Knife Round gehen. Das ist das, dass quasi beide Teams ja fünf Spieler haben, aber in dem Fall Recast einen Coach dabei hat. Ich glaube in dem Fall war es wirklich Recast. Und der bei dem Knife Restart dann auch als Spieler im Spiel ist. Dadurch wäre das dann ein 6 gegen 5. Und da das ja unfair ist, gibt halt der Coach dann Kill in die Konsole ein und man hat halt die ganze Male 5 gegen 5 Knife Runde. Jetzt aber 7.GG in der Bewegung in Richtung Mitte. Dort werden A-Head und Shane auf sie warten. Und es ist eine ziemlich langsame Bewegung mit einem hohen Peak jetzt hinterher. Und Shane mit Nummer 1 kann auch den zweiten hinterher setzen. Jetzt ist A-Head da. Spraydown mit der Famas von ihm. Und der 3K hinterher. Und dadurch easy peasy lemon squeezy für Recast. Und das ist somit Runde Nummer 2. Immer nochmal den Spraydown mit der Famas. 1-2, der dritte ging nicht ganz down, hat einen zweiten Anlauf gebraucht. Ohne Reload hinterher. A-Head macht das klar. Und somit starten wir jetzt in Runde Nummer 3. So, dieses Mal geht's für 7.GG in Richtung A. Die Big Ramp wird dort fokussiert. Übers Gerüst wird ein kleiner Shoulder Peak gestartet und die Nate kann erstmal sehr viel Damage machen. Denn QK und JSN verlieren dort fast die Hälfte ihres Lebens. Nummer 1 kommt. Schöner Spraydown von Pulsum. Double Entry sofort für Recast und natürlich äußerst schwierig für 7.GG hier wieder in die Runde zu finden. Speicher sollte auch nicht zu weit vorgehen mit seiner AK. Und sich lieber zu seinen Mates anschließen. Wobei das der jetzt nach wie vor auf der A-Ramp dort abgestellt ist. Und Judah mit der Bombe dann anschließen will. Also das Ziel soll trotzdem der A-Spot werden. Pulsum und Seitengang mit seiner Smoke verschafft er sich dort ein bisschen Weg. Mit der Flash versucht er, Patrick einen Weg freizugeben, um zu peaken. Jetzt ist Speicher da. Er findet natürlich genau Pulsum durch die Smoke. Hat sich dort mit den MP9-Schüssen ein bisschen verraten. Und jetzt kommt die Aggression durch in Richtung A-Spot. Sunshine hat da oben im Highground Shane. Sprayt einfach mal ein bisschen in die Richtung. Aber findet keinen. Jetzt ist Shooter am Spot. Recast komplett mit CT-Bogen in der Rotation da. Haben schon alle Spieler dort versammelt. Und jetzt, wenn die Smoke weg ist, wird gleich die Aggression in Richtung A-Spot kommen. Flash kommt durch. Speicher am Seitengang. Patrick ist da. Und jetzt haben wir nur noch zwei. Sunshine an der Big Ramp. Die Füße wurden gesehen. Hey, jetzt! Ich kann nur eine machen. Und jetzt ist Sunshine da. Vielleicht macht er da noch mehr. Auf jeden Fall wäre es ein bisschen weiter nach links zu zielen. Kann da die letzten Schüsse nicht connecten. Und Recast schnappt sich die dritte Runde. 3-0. Fünf AKs in den Händen von 7.GG. Ein bisschen die Utility kommt rein. QK verzichtet auf alles. Der geht auf Head Armor. Der hat sonst nichts dabei. Bis jetzt auch noch ohne Frag. Und hier nur schöne Smoke von Shane hinterher, die unter die Lower Ramp absmoked. So, das Aufbauspiel von 7.GG. Wieder mit drei Spieler über A. Unten über die Lower Ramp. Aber die Nate fliegt schon wieder rein. Und Jason erstmal mit 42 HP weniger nach den ersten 20 Sekunden in dieser Runde. Die Big Ram wird anvisiert. Patrick, der Erste, der dort fällt.
Und auf der Gegenseite ist Mountain mit der ersten Bewegung dort, um Raum zu gewinnen für Recast auf B. Potsdam abgelöst. Jason ist da. Und auf dem Spot rum wäre jetzt Shane. Die Frage ist, wie viele kann Shane machen und wie lange dauert es, bis die Rotation dort ist. A-Head auf jeden Fall schon angeschlossen. Und das ist er. Und jetzt kommt der Double Edge. Und auf einmal ist Mountain alleine. Und er sollte eigentlich gleich dort stehen bleiben, wo er ist. Denn er hat keine Chance, sich in dieser Runde noch zu behaupten. Alles andere wäre ein riesiger Weitwurf von 7.gg. Und man sieht es auch. Mountain bleibt dort stehen. Mountain bewegt sich nicht. Mountain wartet darauf, dass eventuell nochmal jemand pusht und ihn handeln will. Aber er wird definitiv keinen Impact mehr haben in dieser Runde. So, Shooter positioniert sich auch sofort dort, um quasi den weit entferntesten Punkt zum A-Spot zu finden, um dort zu überleben. 7.gg will auch nicht mehr zu weit rausgehen. Da sehen wir es nochmal. Jason sagt so, hey, komm noch mit. So, alles gut, kein Stress. Aber QK, ist er getimed? QK ist getimed. Ach, ja. Aber er hat überlebt. So wie es aussieht, kommt jetzt eine technische Pause hinterher. Denn QK nach wie vor ohne Regung und Bewegung. Aber kein Problem für 7.gg. Also die Runde haben sie trotzdem ohne Probleme gewonnen. QK konnte auch seine AK mitnehmen. Aber der hat sich eben bis jetzt noch keinen Millimeter bewegt. Und dadurch wird jetzt dieses Problem erstmal gefixt werden. Wieso das da weg ist, ist mir fraglich. Er ist auch nicht getimed. Da wäre er nämlich, glaube ich, schon lange weg. Sieht eher so aus, wie als hätte sich das Spiel aufgehangen. Ja, technische Probleme, wohin das Auge reicht. Jetzt ist er weg. Und somit warten wir, bis er reconnected. Die AK liegt auch dort. Somit ist das auch kein Problem. Er hat auch nach wie vor eine Waffe. Und wir können uns dann auf die nächsten Runden hier auf DE Vertigo freuen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist halt mal wieder frisches Blut hier, Vertigo. Wenn man immer wieder die gleichen Maps sieht und die gleichen Maps castet, kommt man irgendwo mal so in die Situation rein, dass man sich nicht mehr freuen kann. Also man hockt da, ja, sind immer wieder andere Teams, sind immer anders, ein bisschen die Spielweisen, aber ich würde mich halt auch mal wieder freuen, zum Beispiel, wie schon davor jemand im Chat gesagt hat, Kabel wieder zu sehen, wenn es im Map-Pool wäre. Oder ich würde mich auch mal wieder über Cash freuen. Das ist einfach auch für den Spectator oft schwierig, finde ich, wenn es immer wieder die gleichen Maps sind. Also ich würde mich wirklich richtig freuen, wenn bei CSGO, sowie auch in anderen quasi Spielen, Seasons eingeführt werden würden. Dass man eine Map einfach immer austauscht in der laufenden Season. Das wäre eine Abwechslung, über die sich auch der Spectator freuen würde. Ich weiß, dass die meisten Teams einfach dann auf den Permaban gehen würden und sagen würden, nee, da haben wir keinen Bock drauf zu pracken. Aber es ist einfach manchmal nichts Spezielles mehr dabei. Und deswegen finde ich auch solche Maps wie Vertigo geil. Auch wenn sie von den Leuten gehasst wird. Und ich hasse auch Cash. Ich hasse Cash als Spieler. Ich hasse es. Es ist keine Map für mich. Ich mochte sie nie. Aber als Spectator würde ich mich drüber freuen, weil es einfach mal wieder was anderes ist. Und das ist hier halt auf Vertigo so speziell. Jetzt haben wir auch QK wieder da. Und dann können wir auch, glaube ich, mal dementsprechend schnell wieder hier in diese Partie starten. Also die technischen Probleme sind beiseite gelegt. Und dann können wir in die Partie gehen. Nuke über Vertigo, Old Couple Dream, Cash kann wegbleiben. Also Nuke über Vertigo, muss ich die Nein. Also ich finde, ganz ehrlich, ich mag Vertigo besser wie Nuke als Caster und Spectator. Das sind die einzigen beiden Punkte. Seitdem das Vertigo Map Pool ist, habe ich keinen Counter-Strike mehr gespielt. Also wirklich aktiv. Ich habe nur noch geguckt, aber ich habe nie aktiv dran teilgehabt. Und ich habe auch eine einzige Map wirklich auf Vertigo gespielt. Zum Zuschauen gefällt es mir besser als Nuke. Weil Nuke ist immer das Gleiche. Das ist immer der gleiche Aufbau über außen. Und hier gibt es, glaube ich, noch so viel zu entdecken, was wirklich noch nicht entdeckt wurde. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder zurück in der Partie.
Fünfte Runde des Spiels. Recast führt mit 3 zu 1. So, QK und Speicher sind jetzt hier auf dem Weg übers Gerüst, den ersten Peak in Richtung Seitengang zu wagen. Und jetzt müsste auch Shaney Steps übertragen, sich da die Schulter vorzücken und schnappt sich erstmal den Entry. Zumindest Recast jetzt in der Überzahlsituation, aber mit dem Molotov wieder in den Weg abgebrochen, aber das ist kein Problem für ihn. Da geht er noch der Schuss nochmal in den Molotov rein. Was war denn das? Wieso? Hat er denn das vergessen, ist die Frage. 7.GG jetzt in 3 gegen 4. Jason am Spot, kann die Bombe liegen. Judah vertüdelt sich in Richtung Seitengang. Und jetzt ist der Recast, Retake gefragt. 4 Spieler sind am Leben und die ersten Frags kommen durch. Und da bekommt A-Head nochmal einen von hinten rein. Aber die Frags ziehen und die Frags fallen. Und somit schnappt sich Recast hier Runde Nummer 4 und das 4 zu 1. Ich muss mal auf den Kommentar eingehen jetzt von Seppo, Baslan, Nastian. Ich finde die geil, immer eine andere Map rauszuswappen. Und ich würde dann geil finden, wenn nach der Season diese Map, die rausgeswappt wurde, ein bisschen verändert worden wäre. Nur ein bisschen. Eine Kiste woanders. Es ist schwierig, ja, aber es wäre definitiv geil zuzusehen. Weil die Maps werden immer wieder neu entdeckt werden. So, auf jeden Fall sind wir jetzt in Runde Nummer 6 angekommen. QK mit der ersten Vision in Richtung Seitengang, aber bei Recast steht man sehr distanziert auf dem Spot. Wartet eigentlich nur auf die Aggression dort, die 7.GG an den Tag legen könnte. Die in der Zwischenzeit probieren es mit Peaks in der Mitte und mit einem schönen Boost, denn A-Head ist weg und Jason hat dort Frag Nummer 1 gefunden. So, jetzt ist Mountain alleine auf dem B-Spot. Rotation kommt durch. Man sieht es auf der Map. Patrick schiebt durch. Und wie man jetzt auch die Steps hört, wird QK dort für dich. Denn der hat nämlich einen gehört und hat den zweiten dann erwartet. Und das war Paulsum, sodass Recast nur noch zu dritt ist. 3 gegen 5. Recast sehr weit gesplittet. Wobei das jetzt Patrick schon langsam in Richtung A-Spot aufschließt. Und das ist auch genau der richtige Riecher, der dort geschehen muss. Wobei das er genau jetzt in dem Moment, wo ich das sage, wieder in die Mitte schiebt. 7.GG will auf A und jetzt hat es eben auch Patrick gemerkt. Denn jetzt kommen die Flashes rein und auch die Utility. Er ist da, er ist auch hier. Sensormate kann ihn bitterböse gebrauchen. Aber die Rotation über die Mitte ist schon da. Der Sunshine kommt als Lord von hinten. Ja, da sehen wir es auch. Da wieder genutzt. Und Sunshine macht den letzten Frag hinterher. Und das ist dann die nächste Runde für 7.GG. Ja, sehen wir es nochmal. Genau in dem Moment kommt eben Sunshine von hinten, schnappt sich dort Shane, der dort ein bisschen durch die Smoke penetrieren wollte. Erster für ihn, zweiter war dann auch am Spawn. Klar, zack, 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 ist gefallen. Zweite Runde für 7.GG. Jetzt sind wir hier, jetzt sind wir da. 7.GG mit 4 AKs und einer AWP in den Händen von Jason und der Bewegung straight in Richtung A. Die Aggression kommt durch. Double Aggression jetzt über die Big Ramp. Shane zum ersten und Paulson hilft aus. Jetzt ist Speicher am Seitengang, der aber ohne Tag dort noch irgendwie aus der Smoke rauskommt. Shane und Paulsum zusammen auf dem Spot. Ja, das ist ein Tower hinterher. Da bin ich gespannt, ob sich der gleich auszahlen wird, ob jemand wirklich den Peak über das Gerüst wagen wird. Jetzt auf jeden Fall die Bewegung
Jo, der ist so gut, der Peak, der ist so gut. Und der erste fliegt und der zweite hinterher. Paulsen sofort mit dem nächsten Shoulder Clap. Und somit ist Jason und Speicher raus aus der Runde und Sunshine Last Man Standing. Und das ist eine furchtbare Runde für 7.gg. Denn Sunshine alleine hier an der Schläge macht einen. Aber Recast macht mit dem paar Deagles, den sie hatten, hier die Runde klar. Runde Nummer 8. Patrick an AWP. Zwei AKs auf der CT-Hälfte, zwei A4s in den Händen von Shane und Paulsen. Und 7.gg schnell unterwegs in Richtung Bertha. Mal schauen, ob dieses Mal Aggression auf dem B-Spot an den Tag gelegt wird. Judah auf jeden Fall der Erste, der dort einen Aufhänger hält und jetzt auch die Smoke sieht und somit Mountain rausnimmt. Somit schöner Opening Frag von ihm. Jetzt kommt noch der Push in Richtung Side und ich glaube, dass durch diesen Peak hier von Ahead diese Runde sehr, sehr schwierig wird für Recast. Denn Judah mit Frag Nummer 2 macht das Ganze jetzt hier zum 3 gegen 5 und QK mit dem Crosshold gegen Patrick. Der macht die Runde klar, denn Speicher macht Frag Nummer 5 und 7.gg rächt sich für die Eco und schnappt sich diese Runde. Halli, hallo, mein lieber Zervozar. Mein Hasi. Ich heiße dich und alle, die hier eingeschaltet haben, herzlich willkommen in dem Stream der Division 2 hier am Sonntagabend. 20.52 Uhr haben wir Runde Nummer 9 der ersten Map hier auf die Vertigo. Zweite Map wird dann die Emirasa. Jetzt kommt Jane erstmal vor. Mutiger Jump da von ihm, wollte schnell in den Off-Angle kommen, um eventuell einen auf Guard zu erwischen. Hat nicht funktioniert, stattdessen ist jetzt Mountain alleine auf dem Baseball aufgestellt. Rotation kommt durch, A-Head aufgeschlossen und Patrick, der Mann, der über die Mitte dort irgendwie das Ganze als Support noch klären sollte. Aber Mountain spottet, jetzt kommen die Taps auch hinterher, Speicher mit dem Frag durch, QK durch. Ja, Recast zwar mit ein paar Waffen und Head Armor, aber jetzt einzig und allein mit Paulsen über, der dort keine Chance mehr hat, wirklich aktiv an der Runde teilzunehmen. Das wird die vierte für 7.gg werden und Recast Gaming hat da wirklich jetzt ein bisschen dran zu nagen, denn es ging wirklich gut los. Wie man es hier sieht, drei Runden an der Zahl. Da kam auch sofort die Folgerunde her, nachdem das 7.gg das geholt hat. Und seitdem ist es ein kleiner Schlagabtausch. Immer wieder eine Runde in Return. Und wenn wir jetzt auf die Utility Damage und auf die Flashes gucken, dann sehen wir noch nicht so viel, bis auf das, dass Paulsen ein richtiges Beast an den Nades ist. 140 Utility Damage von ihm. Aber hier im Seitengang hat er jetzt erstmal zu beißen, dass er überleben kann. Switcht nochmal raus. Sie umlaufen sich. Das wird dann der Safe für die Deagle werden. Runde Nummer 10 und Recast ohne Kohle. Paulsen hat noch die Deagle aus der Vorrunde samt Head Armor und Flash, aber das ist alles, was sie haben und sie werden auch nicht groß investieren in diese Runde. Stattdessen positionieren sie sich auf B. Und so wie es aussieht, hat Paulsen jetzt erstmal die Aggression an den Tag gelegt, hier den ersten Entry zu holen. Aber der geht in die Hose, somit ist die einzige Kiste auch weg. Und jetzt fallen die Frags hinterher, wie auf Aimbots. Der einzige und allein Shane nochmal mit einem Refrag. Aber 7.gg gleicht aus 5 zu 5. So, und schon langsam versammeln sich hier alle Leute, denn auch 99 Damage 3 Rated 3 mit einer Gruppe von 530 Personen. Ja, herzlich willkommen hier bei mir im Stübchen am Sonntagabend. In der Division 2.2 Recast Gaming gegen 7.gg. Wir haben DE Vertigo und DE Mirage als zweite Map im Paket. Mein Name ist Dominik Slam Sommersberger und ich darf euch hier herzlich willkommen heißen. Hallöchen! So, die erste Nate zimmert rein. QK und Jason verlieren dort die ersten AP. Potsdam und Seitengang wieder von der Smoke geschützt. Und 7.gg avisiert den Aspo dann. So, Entry gefallen. Shane im Off-Angle. Kann sich rechnen, QK ist weg. Und jetzt geht's rauf auf den Spot. Aber A-Head hat was dagegen. Speicher aus dem Spiel genommen. 4 gegen 3 Situation.
Und in der Mitte von hinten würde Sunshine kommen. Der gewinnt sogar noch das Duell gegen A-Head. Gibt die Position jetzt auf und genau in dem Moment schafft Juna den Nixon. Und was ein Biest dieser Junge. Mountain alleine und jetzt haben sie noch so viel Zeit, um diese Runde zu verändern, um diese Runde neu zu gestalten. Mountain auf dem A-Spot und die Jungs von 7.gg weichen keine Millimeter, sie spielen ebenso A an. Und jetzt wird es ein Duell am Seitengang werden. Sunshine ist weg. Eins gegen eins Situation. Shooter über den langen Weg in Richtung B. Flash kommt rum. Shooter. Peak rein hat die Schulter gesehen. Oh, da kam der Step hinterher. 8 Sekunden, jetzt muss er durchziehen. Und das ist die Runde für 7.gg. Das 6:5 ist da und jetzt auch die erste Führung für das Team auf der C-Seite. Und dass A-Head ahead heißt, das kann auch ganz gut sein. Immer ein Weg ahead. Jetzt kommt der Bayer wieder durch, der wieder keine Wörter mehr aussprechen kann hier um 21 Uhr. So, Recast ohne Geld unterwegs mit den Deagles über die Mitte. Der erste, der dort gefallen ist, ist ahead. Und Jason für den Refrag parat. Also, 2 Spieler jetzt schon gefallen. Somit ist Recast nur noch zu dritt. QK schnappt sich die Bombe, um dort in Richtung B dann aufschieben zu können. Speicher ist schon so weit vorne, dass er im Endeffekt callen kann. Okay, wir können den B-Spot wirklich anspielen. Man sieht es jetzt auch, der Frag gefallen. Somit ist das B-Spot fast offen. Shane in der Mitte schnappt sich jetzt allerdings die ABP von Jason. Somit das 2 gegen 3. Aber Speicher mit dem perfekten Engel gegen Shane. Ohne Probleme, ohne Probleme. Sunshine hinterher und das ist das 7:5 für 7.gg. Ja, nur ein freundlicher Hinweis, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr, dass ich diese freundlichen Hinweise auch schätze. Ja, man hockt hier da, man hat hier so viele Namen da, die man ab und zu mal auf Deutsch, ab und zu mal auf Englisch, ab und zu mal anders, ab und zu mal ganz wir ausspricht, denn manche Spieler haben haben Namen, in dem Buchstaben fehlen, aber man diesen auch nicht erahnen kann, durch das, dass es normalerweise ein normales Wort ergeben könnte, und man sie aber anders dann pronounced. Also ich bin wirklich über jeden solchen Kommentar mehr als dankbar. So, in der Zwischenzeit, als ich hier meine Anekdote durchgelassen habe, ist Mountain auf den B-Spot gefallen und Shooter wieder alleine unterwegs, um hier den Spot zu öffnen. Patrick hat es auch ganz kurz gesehen über der Box, den ersten Entry auf jeden Fall da gemacht und jetzt kommt der zweite fast hinterher. So, 7.gg über die Big Ramp. Polsim auf dem A-Spot. Ganz alleine abgestellt. So, jetzt kommt der Execute rein. Rotation kommt auch durch. Shane schiebt auf. Die Bombe wird gelegt werden. Der Spray durch die Smoke geht nach hinten los. Sunshine mit Frag Nummer 1. Und jetzt ist es der Safe. Und somit die Führung für die zweite Hälfte. Für die zweite Hälfte, ja genau, für die zweite Hälfte, für 7.gg. Ja, die 8. Runde wird's werden. Und das ist auch eine wirre Kamerafahrt, die wir hier gerade eingelegt haben. Denn da bin ich einfach mal über meinen Numpad gerutscht und habe irgendwelche Kamera-Angles geöffnet, die man eigentlich nicht sehen sollte. Was man jetzt aber sieht, ist das, dass QK die letzten Frags gemacht hat und beide Waffen für Recast nicht durchgehen. Und somit hier eine Katastrophe für die CTs entstanden sind. Oder ist, denn Recast hat nicht viel Geld und kann jetzt auch nicht zu hart in die Tasche greifen.
So, 7.GG dieses Mal schnell unterwegs wieder in Richtung Adi. Bigram aber tief abgesmoked, um den ganzen irgendwie zu kontern. Aber Speicher mit dem Opening Frag Nummer 1. Jetzt kommt der Rapper raus über die Big Ramp Nummer 2 ist gefallen. Und den dritten sieht er auch, aber den kann er nicht ganz close. Das wird jetzt durch die Smoke erledigt von QK. Somit ein schöner 3K von 7.GG. Der vierte ist auch gefallen. Das ist Mountain alias Bergo, wie es so schön hier im Chat erlaubt wurde. Und Shooter close die Runde. Und das ist quasi das 9:5 jetzt für die Ts für 7.GG. Und wir sind in der letzten Runde der ersten Hälfte. Jetzt haben wir nochmal den Wraparounds. Erster ging durch, zweite näher, für dritten hat es nicht ganz gereicht. Der wurde dann zum Schluss eben nochmal von QK erledigt. Aber die Runde sehr, sehr schnell für 7.GG gestaltet. Und vielleicht werden sie jetzt dann die Double Digits werden. Und das wäre natürlich ein wunderbarer Start hier in Hälfte Nummer 1. So, 7.GG probiert es jetzt mal in Richtung B. Jace wieder mit dem Peak über die Box und Shane sieht er und das Köpfchen ist weg. Und somit der Opening Frag gefallen. 7.GG in der Überzahl jetzt unterwegs in Richtung B. In der Mitte haben wir Patrick und nächster Frag von Jason. Der Herz an der Box fällt auch und jetzt ist Mountain mit Pulsum alleine. Und das sollte eigentlich schon die Runde gewesen sein. Denn Pulsum wird das 1 gegen 4, denke ich mal, nicht mehr unbedingt machen können. Und da sehen wir es auch, da ist er gefallen. Das ist das 10:5. Das ist die Halbzeitführung, die eindeutige in den Double Digits für 7.GG. Wir starten in eine ganz kurze Werbeunterbrechung von 2 Minuten und dann sehen wir uns wieder. Von daher, bis gleich. Somit herzlich willkommen hier zurück aus der Halbzeit in der zweiten Hälfte dieser Partie. Wir haben 7.GG gegen Recast Gaming. Double Digits für die CTs, für die Jungs von 7.GG. Chuda mit 19 Frags in der ersten Hälfte. Also der Junge hat heute definitiv Bock. Da sieht es auf der anderen Seite bei Mountain gar nicht so rosig aus. Der da auf dem B-Spot bis jetzt immer alleine war, 2 Frags davon gezogen hat. Also hartes Spiel für ihn und genau eben das Kontroverse bei Chuda, der hier
das Spiel seines Lebens hat. Vielleicht wird es ja mal eine 30 Bomb schnell hinterher. Jetzt auf jeden Fall der B-Split in der Pistolrunde. Tudor macht erstmal Frag Nummer 20 und auch noch Nummer 21 klar, aber wird jetzt von Shane in die Schranken gewiesen. Somit das 2 gegen 3. Shane und Patrick für Recast. QK oben gespottet und jetzt Close Quad. Das ist die Glock eigentlich gut, aber Sunshine kommt um die Ecke und klärt das. Und somit schnappt sich 7.gg erstmal die Pistenrunde. So, wir nutzen das Ganze einfach mal für nochmal ein bisschen Eigenwerbung, solange wie die Freestyle mehr läuft. Also, wie gesagt, ich bin ehrenamtlicher Caster bei 19er Damage. Falls euch das gefällt, was ich hier mache, falls ich euch gut unterhalte, dann könnt ihr mir entweder eine Freude machen und mit Ausrufezeichen Feedback mir ein Feedback bei 19er Damage hinterlassen. Denn, wie gesagt, ich mache das Ganze for free und das ist so mein Abendbrot, das ich dann nutze, um befriedigt ins Bett gehen zu können. Ansonsten gerne mit Ausrufezeichen Caster mir ein Follow bei Twitter da lassen, wäre ich ebenso genauso erfreut. Jetzt auf jeden Fall Runde Nummer 17. Und 7.gg ist auf dem A-Spot zu viert versammelt. Einen Spieler haben sie so halb in der Mitte abgestellt, das ist Sunshine. Aber ansonsten sieht's dort sehr, sehr fokussiert um den A-Spot aus. Über die Big Ramp geht's jetzt hoch für Recast. QK am Kran. Jason am Seitengang. Der ist jetzt erstmal weg. So mit der Entry gefallen. Recast in der Bewegung in Richtung A. Gleich mit einem erneuten Empfangskomitee. Denn Sunshine hat aufgeschoben. Und so wie es aussieht, kommt von hinten jetzt schon Speicher. Das Smoke Monitor fliegt rein. Die Big Ramp wird angespielt. QK gefallen. Paulsum schnappt sich erstmal Speicher. Somit. Ja, Judah mit dem nächsten Frag hinterher. Und der 2 gegen 4 Situation. Die Smoke ist erstmal nach hinten gegangen. Schafft aber auch Ablenkung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie 7.gg diese Situation hier lösen kann. Erster Frag ist gefallen. Long Distance Battle of Eyes. Judah! Was war das denn? Was ist denn das für eine Runde gewesen von dem? Was war denn das für ein Spraydown und der 4K von ihm? 25. Frag. Wir sehen was nochmal. Nummer 1, Nummer 2 und das alles mit der 1 hinterher. Und wie als würden sie mit Klatschpappen reinlaufen, schnappt er einen nach dem anderen. Und das ist dann sozusagen die 12. Runde für 7.gg. Recast Gaming jetzt nur mit Pistols. Sie haben 5 Deagles, sie haben Kevlar, einzig und allein ein Herz ohne Armor unterwegs. Und sie sind auch sehr, sehr spreads hier mit ihrem Pistol unterwegs. Versuchen hier natürlich den einen oder anderen Entry zu erhaschen, aber Speicher schnappt sich erstmal Pulsum, kann er Herz auch auf 40 HP runterschießen. Vielleicht rächt sich der jetzt nochmal mit seiner Deagle hinterher. Sunshine wäre auf jeden Fall gefährlich nah. Der ist rausradiert und der Folgefrag hinterher für Speicher. Somit die 4 gegen 3 Situation. Shane, Patrick und Mountain sind über, wobei das jetzt die ersten beiden gefallen sind und Mountain alleine mit seiner Deagle dort noch irgendwie an der Big Ramp lauert. Fällt jetzt aber gegen QK und das 13 zu 5 ist 7.gg sicher. Also 26 Frags mittlerweile von Tudor. Und das Kontroverse ist wirklich genau auf der Gegenseite, haben wir halt Mountain nur mit 5. Der hat hier ein hartes Spiel, um reinzukommen, hat jetzt schon mal 2 Frags nochmal nachholen können. T
T-Seite läuft bis jetzt ein bisschen besser early on als die CT-Seite, aber jetzt kommt die Aggression eben auch von den CTs jetzt über die Bigtram. Der erste, der runtergesprungen ist, ist schon QK, aber er hat jetzt über den Seitengang. Erst gemacht, Folgefrag hinterher und dann haben wir das Recast unterwegs, straight auf den Aspo drauf zu kommen, wobei das Empfangskomitee von 7.gg schon da ist. Chuda aufgeschlossen über CT, hat noch ein halbes Auge in die Mitte und macht erneut das Long-Range-Duell. 27. Frag von ihm. Der Mann hat Bock auf Vertigo, das kann man sagen. Mountain vorne, Mountain erst gesehen, zweiten erledigt. Ahead hilft ihm nur raus. Jetzt mit den High Grounds hat Chuda keine Chance. Recast sichert sich diese Runde relativ souverän zum Schluss. Und hat somit sich die sechste Runde gesichert. ...13-6. Fünf AKs in den Händen von Recast. 7.gg, einer auf vier, vier Pistols. Das ist alles, was man dort aufbringen kann. Und QK mit Entry Nummer 1, Sunshine, Folgefrag hinterher. Somit ist man nur noch zu dritt. Aber man hat dreimal Utility, man hat drei AKs, man hat dreimal Head Armor. Und das kann auf Vertigo definitiv noch eine Runde bedeuten. Solange man hier nicht one by one drauf geht. Das Speicher bekommt den ersten Tag gehabt. Jetzt ist Shane unterwegs in Richtung B-Spot. Kann dort Speicher auf Guard catchen. Somit volle Attention gegrabt. Die Rotation schon fast am Durchschieben. Sunshine in der Mitte. Und jetzt kommt auch noch in dem Moment Patrick von oben. Shane. Nummer 1. Wird aber jetzt gefragt und jetzt ist Paul Zimmer alleine unterwegs auf den A-Spot. Eins gegen drei Situation. Bombe kann er legen. Sunshine gleich mit dem Peak ums Eck. Da hat er auch das Köpfchen da. Hat er ihn gesehen beim Rausrotieren. Und somit wird das Runde Nummer 14 für 7.gg werden. Um auf die Frage von Sleagle einzugehen. Rein aus Neugier, wie wird man Caster bei 99 Damage? Muss man vorcasten oder wie? Ich habe vor einem Jahr angefangen. Und da gab es quasi einen Aufruf für Junior Caster. Das ist ein Programm quasi, das 99 Damage hier in die Wege geleitet hat, um den Nachwuchs in CS Deutschland auch unter den Kommentatoren zu fördern. Darüber muss man dann eine VOD einschicken, also quasi einfach eine Aufnahme, wie man gecastet hat. In eine kurze Beschreibung für dich selbst oder über dich selbst und das schickst du dann zu 99 Damage. Und wenn das den Jungs dann gefällt, so rund um Marvin, Hatchinski, Venom drumherum, dann wirst du da gerne auch einmal eingeladen, um quasi halt dann Junior-Caster zu werden. Und diese Bewegung habe ich hinter mir und bin jetzt seit 2-3 Monaten quasi normaler Caster und nicht mehr Junior-Caster. Also ich habe genau dort angefangen. Falls du dort anfangen willst, kannst du das gerne machen und dann kannst du auch hier, wenn es ist, in einem Jahr dann solche Matches casten, ohne Probleme. So, auf jeden Fall jetzt Runde Nummer 21. Recast über die Mitte. Der Entry gefallen. So, Sunshine ist weg. 7.gg nur noch zu viert. Judah hinter der Big Box jetzt davor. Er hat da seine Schulter gezeigt. Shane wurde sofort fündig. Und er hat mit dem nächsten Frag hinterher. So mit 7.gg zu dritt. Beziehungsweise jetzt nur noch zu zweit, denn Chuda bleibt mit QK alleine über, aber QK kann am Spot das Ganze nochmal reduzieren. Jetzt haben wir ein 1 gegen 3 und wenn heute jemand fähig ist, sowas zu klatschen, dann ist das Chuda und er hat auch eine Bewegung in Richtung vorne. Er will auf den Spot gehen, er will die Duelle suchen. Und ich glaube auch, dass er fairly confident ist, diese Aim-Duelle one after another zu holen.
Er hat einen Smoke, er hat zwei Flashes, er hat ein Kit, aber er zieht raus. Die 28 Frags sind ihm vorerst mal genug, will sich seine AK saven und nichts wasten, denn Sabotage GG hat nicht zu viel Geld für die nächste Runde. Und das wird dann eben die 7. für Recast werden und das 14-7. Win. 22. Runde des Spiels. Recast mit 5 Rifles, welche auf ein relativ zügiges Spiel in Richtung Spots ahnen lässt. Denn AWP ist meistens immer Long-Distance-Fights, die da eingegangen werden. Meistens wird eben die AWP noch dann nach vorne geschickt, um als Entry zu dienen. Hier in dem Fall aber die 5 AKs für Close-Quarter-Sachen angelegt. Jetzt auf jeden Fall der Spraydown von Pulsar. 1, 2 und auch vielleicht den dritten hinterher für ihn. Dann Speicher in der Mitte, ist anscheinend kein Gegner mehr. Schnappt sich 3 Frags. Nutzt die Eco aus von Sabotage GG, um sein Money-Konto ein bisschen zu uppen. Und jetzt haben wir quasi nur noch das 1 gegen 4. Denn Shooter Last Man Standing bei Sabotage GG hat wieder die AK in seinen Händen. Aber dieses Mal 5 Gegner, die ihn definitiv aufsuchen werden. Und ich glaube, dass er aus dieser Runde seine AK nicht mitnehmen wird. Sehen wir es, Shane wird fündig. Judah am Boden, Recast mit Runde Nummer 8. Und jetzt hat Sabotage GG eigentlich genug Geld, um zu kaufen. Sie könnten reinkaufen oder sie spielen eine Pistol-Eco. Ich würde eine Pistol-Eco spielen. Judah kann auch definitiv droppen in 6-4. Einfach ein bisschen runterkaufen, Kevlar, Armor, alles drum und dran. Aber so wie es aussieht, Forspawn voll rein. Und einer wird sich mit einer Pistole zufrieden geben und das ist Speicher. So, die RWP in Jasons Händen. Am Boost gespottet. Somit ahead mit Entry Nummer 1. Das Spiel schiebt für Recast in Richtung A. Man sieht es auf der Map oben. Auch Ahead und Shane schließen schon langsam auf. Und somit wird es anscheinend gleich ein A-Execute werden. Man hat noch viel genug Utility, um den Cross abzusmoken. Und dort werden zwei Spieler auf sie warten. Nämlich Sunshine und Jason. So, Sunshine in der Smoke, nach wie vor entdeckt, aber wird jetzt von Patrick getötet. Der entscheidet sich daraufhin, die Bombe zu legen. Und jetzt ist Jason im Hideout. Okay. Mit einem. Er hetzt jetzt mit der Vision nach hinten. Und auf einmal kommt man ein bisschen ins Schludern jetzt bei 7.GG. Denn wieder Judah Last Man Standing. Im 1 gegen 4 wird es, glaube ich, nur. Ja, wird es mal anvisieren. Einfach mal gucken, was passiert. Müssen sowieso eine Eco fahren. Hat es nochmal probiert, um vielleicht die Runde hier als Hero zu closen. Aber da wurde nichts draus. Also Recast schließt Runde für Runde auf. Und 7.GG hat jetzt kein Geld. Also Eco-Runde für die. Deagles in den Händen. Und schon langsam geht's in die Double Digits für Recast. Okay, mit Frag Nummer 1. Shane jetzt mit dem Refrag hinterher und Speicher sollte eigentlich das nächste Opfer werden, denn der Head hilft aus.
Der B-Spot so weit offen und Sunshine über die Rotation da. Und in der Zwischenzeit hat genau Patrick jetzt gesehen, dass eigentlich der A-Spot offen ist. Aber man ist schon zu weit nach vorne gelaufen auf B, um jetzt immer umzudrehen. Aber ich glaube, dass das zum Schluss eigentlich nur eine Formsache ist. Denn QK, Last Man Standing, unten in der Lower Mid, hat auch keine Chance. Fällt dort und Recast in den Double Digits zum 10:14. Und jetzt haben wir eine Pause bei 7.GG. Also jetzt merkt man auch schon langsam, dass das in den letzten Runden ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, was man da produziert hat. Und dass man sich jetzt neu überlegen muss, was man denn anders machen könnte. Wo kommt Recast denn bis jetzt durch? Ganz oft hat der Tower in der Mitte funktioniert, um dort quasi einen Opening Frag zu holen und dann Wraparound auf B zu spielen. Die Frage ist, wie konnte man das aus? Konnte man das aus mit einem Push unten um die Box rum? Minder Double Date? Vielleicht, um den Boost zu denyen? Oder eine Aggression zu starten vor B oder von B in Richtung vor B, um quasi early on Recast in die Schranken zu weisen? Wir werden es auf jeden Fall sehen, was sich 7.GG dort überlegt hat. Wir starten in Runde Nummer 25. So, 7.GG zu dritt am A-Spot. Full Rifle Setup von ihm. Und QK mit dem Frag Nummer 1. Das ist Portsum und Seitengang. Der wartet, dass die Smoke fadet, aber QK erneut fündig. Das ist das, was man braucht bei 7.GG, um wieder die Runde zu finden. Schnelle Opening Frags, um das Aufbauspiel von Recast zu verhindern. Aber jetzt ist wieder Patrick in der Mitte und erneut wird er fündig gegen Sunshine. Schon langsam hat Recast ihm Gefallen an der Mitte gefunden. Und vielleicht kann aber Speicher das Ganze nochmal verhindern, sodass man jetzt bei Recast nur noch zu zweit ist. Shane über die B-Brücke dort hochgegangen. Kurz mal ein bisschen in die Smoke angesprayt, aber es reicht, um Mountain auch in Richtung B zu schicken. Also es wird der B-Spot werden. Rotation kommt dann schon durch. Und Recast geht auf B und 7.GG ist sowas von gesettet, um dort sie gleich zu empfangen. Ob jetzt Bewegung kommt durch Shane. Erster Mann vor, das ist der Dorf Schuda gefunden. 2 gegen 3. 2 gegen 2, Shane erneut. Und 7.GG ist eigentlich so nah an dieser Runde und jetzt muss QK von der Seite kommen und das tut er und kann hier die Runde Nummer 15 sichern. Und jetzt haben wir quasi die Situation, dass 7.GG am Mappoint sitzt. Und 29 Frags momentan von Tudor. Es hat ein paar Runden ein bisschen stuck dort auf seiner magischen Nummer, hat noch nicht die Ambition gefunden, dort rüber zu laufen, über die magische 30. Die Frage ist, wie kontert jetzt Recast? Sie haben Geld, sie haben 5 Rifles, sie haben Utility. Sie hätten auch viel genug Geld für den AWP gehabt, aber sie wird nicht genutzt. Stattdessen erste Bewegung in Richtung B und wieder über die Mitte. Bloß nicht erneut gegen den Boost sterben. Wie kommt er rein? Speicher schon mit der ersten Aggression dort in die Mitte. Molotov gesehen. Oh, die Schulter auch. Aber jetzt Raum aufgeben. Nur 12 HP. Der Support kommt durch. Und jetzt kommt die Pushes rein. Und Sunshine ist da. Sunshine mit einem. QK hilft aus. 3 gegen 4. Und Shooter jetzt mit Frag Nummer 30. Patrick auf A. Und Paulson jetzt Last Man Standing in der Mitte. Das sollte eigentlich die Map hier sein für 7.GG. Das sollte das 16:10 sein. Paulson alleine. Ah, da ist er weg. Das ist das 16:10. Das ist der Endscore. Und das ist hier nochmal das Scoreboard.